وكن راضيا لا تسخطن لشدة كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب فلن يغنيه مال وإن زاد ما كسب. فكن راضيا ترضي الإله بأمره فدرب الرضا نور ونبت الرضا ذهب. وكن راضيا لا تسخطن لشدة كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. وكن راضيا لا تسخطن لشدة كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. في الإله وشكره فتلك معاني الخير خط بها الأدب. إليك غصونا دانيات قطوفها ومنبع خيرات يفيض وقد نضب. سلام وإحسان وصبر وجيران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابهم والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، wir werden inshallah heute einen Vortrag machen, auf den ich mich persönlich gesehen schon sehr, sehr gefreut habe und den ich schon also als Fiktionspunkt mir selbst gelegt habe, in kurzen Schritten. Und wo mir auch eigentlich persönlich gesehen die Vorbereitung sehr Spaß gemacht hat, weil ich wusste schon einige Sachen über das Thema, was ich heute anspreche. Aber natürlich ist es halt wie mit jedem Thema so, umso mehr man sich in ein Thema natürlich rein verliest und versucht halt die Informationen diesbezüglich aus verschiedenen Quellen zu schöpfen, merkt man eigentlich, dass man sich da in einen Ozean begibt, der eigentlich immer größer und immer größer und immer größer wird. Und dies vorbetrachtend auch, habe ich deswegen auch schon vorher das so eingeplant, dass wir in diesem Kalifatkurs einen Kurs, also einen Unterricht explizit über das Thema, was wir heute ansprechen, machen werden. Und zwar, es geht um das Kalifat von Cordoba, beziehungsweise das Kalifat von Andalusien. Natürlich, wie gesagt, es gibt verschiedene Bereiche, verschiedene Imperien oder beziehungsweise Emirate, die in den Zeiten, vor allem nach den Umayyaden und nach den Abbasiden, bis zu den Osmanen entstanden sind. Viele. Also wir werden übernächsten Unterricht, inshallah, einen Vortrag darüber machen. Die Zeit von den Abbasiden bis zu den Osmanen. Und da werden wir sehen, dass es über 20, fast an die 30 islamische Emirate gab, die sehr relevant gewesen waren. Aber von diesen an die 30 Emiraten, beziehungsweise auch einige von ihnen haben sich auch das Kalifat beansprucht. Ich sage jetzt mal ganz klar zum Beispiel die Fatimiten, die natürlich zu Schia gehören, aber spielt ja keine Rolle. Ist das Relevanteste von denen und das Interessanteste von denen und das Effektiveste von denen ist das Kalifat von Cordoba gewesen, beziehungsweise der Islam in Andalusien, auf der Iberischen Halbinsel gewesen. Und wenn wir von dem Islam, von der islamischen Religion, von der islamischen Staatsführung auf der Iberischen Halbinsel, das heißt, das ist halt Spanien. Ja? So wie euch, also ihr seht das ja auf dem Bild auch rechts von mir, wenn ihr diese Insel seht, da kennt ihr das, das ist ja die Insel von Spanien, hier an der Westküste ist Portugal, Lissabon, Barcelona und hier oben kommt dann Frankreich, also auf jeden Fall der Fleck von Europa. Diese Insel nennt man die Iberische Halbinsel. Und der Islam hat dort angefangen, von 713 an zu herrschen, beziehungsweise die ersten Muslime kamen schon im Jahre 713 nach Christus dorthin. Das ist das 92. Jahr der Hijra gewesen und waren bis zum Jahre 1452, ja, also 1452, wenn das einige von euch hören, sie sagen immer, ja, ich kenne dieses Datum. Christoph Kolumbus hat damals Amerika entdeckt, zumindest nach diesen Geschichtsbüchern, die in Europa sind. Natürlich wurde Amerika schon viel früher durch andere Seefahrer entdeckt. Aber de facto ist, die Muslime haben von 713 bis 1452, also nach der Hijra, von 92 bis 897 nach der Hijra, also an die 800 Jahre lang auf dieser
Iberischen Halbinsel geherrscht. Und ich sag mal so, das ist eine Zeitepoche, diese 800 Jahre, die sehr durchwachsen ist. Also ich musste mich erstmal sehr stark durchlesen, um zu erkennen, ja, wie die Verzweigungen eigentlich sind. Ja? Und natürlich, wenn man selber eine Sache nicht verstanden hat, kann man eine Sache natürlich auch nicht weiter erklären. Also war ich dazu gezwungen, die Sache bis ins Detail zu verstehen, um das inshallah in diesem 14. Kalifatkurs euch wieder rüberzugeben. Und zwar, der Islam hat den ersten Fuß auf die Iberische Halbinsel, das heißt auf den europäischen Boden, im Jahre 713, also sprich 92 Jahre nach der Hijra gemacht. Ja, wir wissen ja, letztens haben wir diese Vorträge mit den Umayyaden und mit den Abbasiden gemacht. Also als die Umayyaden noch in Damaskus herrschten, ja, sind die ersten Muslime über Ägypten, Libyen, Tunesien, Marokko und über die Küste von Nordafrika, dieser kleine Fleck, dieser Kanal, in die Insel bzw. auf die Insel der Iberischen Halbinsel dann gekommen. Und wir haben das Jahr geschrieben, 92 nach der Hijra, 713. Mit dem Zentrum aber in Damaskus. Wir reden von den Umayyaden, das umayyadische Kalifat, das Sultanat, welches durch Muawiyah bin Ebi Sufyan damals gegründet worden ist. Ja? Und diese ersten Eroberer dieser Halbinsel kennen wir. Der berühmteste von ihnen ist Tariq ibn Ziyad. Tariq ibn Ziyad. Deswegen nennt man diese Gegend auch Jabal al-Tariq. Der Berg, das Gebirge von Tariq, Jabal al-Tariq. Tariq ibn Ziyad. Aber mit unter Tariq ibn Ziyad, er war nicht alleine als Kommandant gewesen, sondern mit ihm war auch Musa ibn Nusayr gewesen. Das ist ein Name, ja, der meistens immer nicht so beachtet wird, aber in den Geschichtsbüchern, beziehungsweise wenn es um das Thema Andalusien geht, sieht man den sofort. Also Tariq ibn Ziyad und Musa ibn Nusayr, radiyallahu anhuma. Das waren die ersten, die von Nordafrika auf die spanische Insel auf Europa gekommen sind. Das heißt, die Muslime sind in Europa seit dem Jahre 713. Also sehen wir schon, wie weit der Islam schon eigentlich, wie viele Jahre schon der Islam in Europa sind. Die ersten Juden sind auf die Iberische Halbinsel circa 70 oder 80 nach Christus gekommen. Sie haben sich in einer Gegend niedergesiedelt namens Toledo, was man zurückschließen kann auf den Namen Exil. Ja, ihr wisst ja, 70 nach Christus wurde ja Jerusalem bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Das Tempel von Suleiman alaihi salam wurde ja zerstört, verbrannt. Diese Geschichten sind ein Fall für sich. Und danach ist, man sagt, das ist die zweite Diaspora, die Zerstreuung der Juden gewesen. Wir Muslime leben heute auch in einer Diaspora. Ja, die Juden haben es einmal 500 vor Christus circa erlebt mit Nebukadnezar. Ja. Nach Irak kamen sie, nach Babel wurden sie verschleppt und dann 70 nach Christus, das Diaspora, das heißt die Zerteilung, die Verteilung der Juden weltweit. Das, was wir heute leben als Muslime, wir haben euch heute auch eine Diaspora, wir sind verteilt auf der ganzen Welt. Wir sind 1,8 Milliarden, benennen uns so, aber wir haben nicht die Kraft, um uns zu vereinigen. De facto ist, 70 nach Christus kamen erst die Juden hier nach Toledo in das Exil, also man nannte das so, hier nach Spanien. Und die Muslime, wie gesagt, 713 mit Tariq ibn Ziyad und Musa ibn Zubayr. In den Geschichtsbüchern, was aber gesagt wird, dass es nicht authentisch ist, wird berichtet, dass Tariq ibn Ziyad mit der islamischen Heeresflotte auf die Iberische Halbinsel gekommen sind, gekämpft haben und dann, um zu gewinnen oder um zu sterben, haben sie die Schiffe hinter sich verbrannt. Deswegen gibt es im Türkischen einen Begriff, Gemileri Yakıpta Gidin. Also verbrennt die Schiffe unter euch und geht so. Man sagt, dass Tariq ibn Ziyad mit den ersten der islamischen Armee, als sie auf die Halbinsel gekommen sind im Kampf, dass sie die Schiffe hinter sich verbrannt haben, um zu sagen, entweder wir siegen oder wir werden hier Märtyrer. Diese Anekdote, sage ich mal, gibt es in dieser Geschichte auch. Um das mal besser zu überfliegen, werde ich diese Zeit
von 713 bis 1452 in 6 Epochen einteilen. Ansonsten werden wir durcheinander kommen. Warum wir durcheinander kommen, werde ich aber auch gleich erzählen. Die erste Zeit ist die Epoche der Emire. Man hat das Emirat von Cordoba, das Emirat von Andalusien genannt. Das war ca. von 756 bis 929 der Fall. Das Kalifat von Cordoba, was ja unser eigentlicher Punkt, unser Thema heute ist, von Andalusien, hat von 929 bis 1031 geherrscht. Soll ich das nochmal wiederholen? Ihr müsst das wirklich auf den Punkt verstehen, weil das ist hier eine Lehre. Wir erzählen nicht nur eine Geschichte, die 800, 900 Jahre zurückliegt. Das ist hier eine sehr wichtige Lehre, die wir aus diesem Kurs schließen müssen. Das Kalifat von Cordoba hat von 929 bis 1031 geherrscht. Wir reden hier circa von 102 Jahren. 102 Jahre, die Geschichte geschrieben hat. In ihrer goldenen Ära. Warum das so gewesen war, werden wir gleich erklären. Danach, nach 1031, gab es die dritte Epoche. Das heißt, man nennt sie die Moluku Tawaif, die Tawaif-Königreiche. Das heißt, die Zerspaltung des islamischen Territoriums. Das begann 1031, hat bis 1090 gedauert. Und danach kamen die Al-Murawiditen. Man nennt das auf Türkisch Murabitlar, die Rabat gemacht haben. Al-Murabitlar. Die haben von 1090 bis 1147 in Andalusien geherrscht. Und danach kamen die Al-Muwahhidun. Die Muwahhidun, Al-Muhaden auf Deutsch. Die haben von 1147 bis 1248 geherrscht. Und das die sechste und die letzte Epoche in dem Abschnitt Islam-Andalusien war das Emirat von Granada. Ja, das ist auch wieder der südlichste Teil, südöstlicher Teil von Spanien. Die haben von 1232 bis 1492 geherrscht. 6 Epochen. Und diese 6 Epochen werde ich jetzt inshallah euch versuchen zu erklären. Sie fing an mit des Einzugs von Tariq ibn Ziyad, haben wir gesagt, und Musa ibn Nusayr. Das war aber die Zeit von wem? Der Umayyaden. Ja? Aber was ist später passiert? Im Jahre 750, im Jahre 132 nach der Hijra. Die Umayyaden wurden besiegt. Von wem? Von Abbasiden. Die Abbasiden, sie kamen aus Khorasan mit den schwarzen Fahnen. Und sind nach Damaskus, nach Scham und haben die Emawiyyah, die Beni Umayyah, kurz und klein geschlagen. Sie haben Rache an den Unterdrückungen von den Beni Umayyah geübt, die sie an die Beni Hashim, an die Ahle Bayt alaihimus salam gemacht haben. Bloß die waren so brutal gewesen, einige sagen sogar, dass sie die Gräber der Sultane aufgemacht haben und haben die Leichen nochmal erhangen. Alle Familienmitglieder, sagt man, die meisten Familienmitglieder der Beni Umayyah wurden exekutiert. Sie wurden getötet. Außer eine Person, Abdurrahman. Abdurrahman ist von Damaskus abgehauen, Damaskus, über Palästina, Ägypten, Libyen, Tunesien, also mit dem, damals gab es das ja nicht, aber ich sage jetzt nochmal, Trablus Garb sagt man dazu eigentlich, über Marokko, also über die ganze nordafrikanische Platte, Kontinent, ja, bis nach Gibraltar und hat sich dort mit einigen Mauren zusammengetan, mit Berberen, also Berbers, und ist von dort nach wo rein? Nach Andalusien, nach dem heutigen Spanien, auf die Iberische Halbinsel und hat sich dort organisiert und hat den Emir von Cordoba, der zu den Abbasiden gehörte, weil es wurde ja alles ausgetauscht, übrigens derjenigen, der eingesetzt hat, war Ebu Jafer el-Mansur gewesen. Ebu Jafer el-Mansur ist ein sehr wichtiger Name, sollte man wissen, vor allem im Kalifatkurs, das ist derjenige, der Ebu Hanife, rahmetullahi alayh, im Gefängnis sterben lassen hat. Ebu Jafer Mansur. Und seinen Gouverneur, seinen Emir von Cordoba, Yusuf Abdurrahman el-Fihri, wurde durch Abdurrahman der Beni Umayyah besiegt und Abdurrahman ist nach Cordoba eingezogen. Weil er eingezogen ist, der eingehende, der eindringende
genannt wurde, hat man ihm den Spitznamen Ad-Dahil gegeben. Deswegen sagt man zu Abdurrahman, Abdurrahman Ad-Dahil, der Einziehende, der Hineingehende. Und er hat dort wirklich was sehr Interessantes gegründet, ja? Nämlich das erste Emirat von Andalusien. Abdurrahman Ad-Dahil. Ja? Es gab natürlich einige Aufstände, aber die wurden dann durch ihn niedergemacht. Und diese Aufstände, die gegen ihn gemacht worden sind, ist auch sehr interessant. Man hat versucht, sie mit den fränkischen Königen in Kooperation zu machen. Aber er hat sich dadurch nicht aufhalten lassen, Abdurrahman Ad-Dahil, der zu den Beni Umayyah gehört, und hat angefangen, schon zu der Zeit, also zwischen 138 und 172 nach der Hijra, die Moschee von Cordoba zu gründen. Die Moschee von Cordoba zu gründen. Sie ist in den Epochen immer größer geworden, immer besser wurde diese Moschee von Cordoba ausgeschmückt. Nachdem er dann verstorben ist, 172, kam dann Hisham bin Abdurrahman, das heißt sein Sohn, Ad-Dahil, an die Macht. Das ist ungefähr von 172 bis 180 gewesen. Was hat er gemacht? Er hat die Stadt von Cordoba immer weiter ausgebaut, aufgebaut, erneuert und verbessert. Obwohl es Angriffe der fränkischen Könige gab, hat er sie siegreich zurückgeschlagen. Danach kam Hakem bin Hisham, ja, sein Sohn. Wir reden ja von einem klassischen Sultanat hier. Aber es waren gerechte Herrscher gewesen. Ja? Es war nicht so ungefähr wie bei den ersten Beni Umayyah gewesen in Damaskus. Es war eine ganz andere Epoche gewesen. Das heißt, nicht Beni Umayyah ist gleich schlecht. Hier sehen wir nämlich genau 180 Grad das Gegenteil. Hier sehen wir Zivilisation. Hier sehen wir Kultur. Hier sehen wir ein offenes Verhalten gegenüber Andersgläubigen. Das wird immer mehr in Vorschein kommen. Und Hakem bin Hisham hat das in den kommenden 26 Jahren erfolgreich weiter geführt. Danach kam sein Sohn an die Macht, natürlich Abdurrahman II. Bin al-Hakem. Er hat von 206 bis 238 nach der Hijra gelebt und herrschte dort und hat den Hafen von Murzia gegründet. Das ist auch im, wie soll ich jetzt sagen, könnt ihr hier sehen, das ist, wenn jetzt hier die Halbinsel ist, ungefähr hier. Das ist so neben, nördlich von Granada, hat er den Hafen von Mersiye, sagt man im Türkischen dazu, gegründet. Und danach kam sein Sohn an die Macht, ja, Mohammed I. bin Abdurrahman. Und er hat natürlich die Leute, die gegen dieses Emirat von Cordoba Kriege geführt haben. Und dazu, das war nicht mehr intern, das war ein externer Kampf gewesen, durch die fränkischen Könige, durch die fränkischen Priester, durch die christlichen Priester. Und mehrmals wurde das Emirat von Cordoba von Wikingern an der westlichen Küste angegriffen. Aber Mohammed I. bin Abdurrahman, Rahmetullahi alayh, hat diese externen Angriffe immer wieder erfolgreich zurückgeschlagen und konnte natürlich die Stabilität des Landes immer weiter aufbauen. Die Zivilisation, die Modernität immer mehr aufbauen. Unter was? Unter dem Emirat von Cordoba. Das ging immer so weiter durch die zwei anderen, so bei Munzir bin Mohammed und Abdullah bin Mohammed, bis zum Jahre 300 nach der Hijra. Ja? Wir reden ungefähr vom Jahre 900 nach Christus. Und dann kam ein Emir namens Abdurrahman al-Nasir. Merkt euch diesen Namen. Abdurrahman al-Nasir. Und Abdurrahman al-Nasir hat 50 Jahre lang in Andalusien geherrscht. 50 Jahre, vom Jahre 300 bis zum Jahre 350. Das ist eine enorme Zeit. Also 50 Jahre für einen Herrscher ist wirklich eine enorme Zeit. Was aber ihn von allen anderen vorherigen unterscheidet, war gewesen, dass er nämlich im Jahre 929, also im Jahre 313 nach der Hijra, zum ersten Mal auf dieser iberischen Halbinsel den Titel Khalifa bekam. Er war der erste Kalif auf der iberischen Halbinsel gewesen. Wer war das? Abdurrahman al-Nasir. Ja? 317 nach der Hijra, also 929, hat er den Titel Khalifa, Kalif, bekommen. Warum?
Warum? Ja, warum so spät? Dafür gibt es mehrere Gründe. Die zwei relevanten sind eigentlich in diesem Ablauf, dass das abbasidische Kalifat, was er das Zentrum in Bagdad hatte, extrem an Macht verloren hat. Also extrem an Macht verloren hat. Und sie haben keine Gewalt mehr gehabt. Sie haben überhaupt keine Gewalt mehr gehabt und ein Durchsetzungsvermögen, ja, in die islamische Welt. Wenn ein anderer Kalif kommt, kann er das dann plötzlich an sich reißen. Ja? Das war der erste Grund gewesen. Das abbasidische Kalifat wurde abgeschwächt. Ja? Und das zweite war gewesen, der zweite Grund war gewesen, dass die Fatimiten an Macht gewannen in Nordafrika, was ja auch ein Kalifat war. Wir sagen das Kalifat der Fatimier. Ja? Und nicht unterschätzen. Also die waren Schia, ja, die waren Schia, nicht wie heute die Schia, andere Schia, aber sie haben lange geherrscht und sie haben Mekka und Medina auch beherrscht, die Fatimiten, ja, und die Fatimiten haben eine sehr wichtige Universität gegründet, kennt ihr sie? Al-Azhar, ja, also die Al-Azhar-Universität, die heute in Ägypten, in Kairo ist, die wurde nicht durch die Sunniten gegründet, die wurde durch die Schiiten gegründet, die Al-Azhar-Universität, ja, aber was hat man später dann im Gegensatz zu Kontrahenten zu Al-Azhar gegründet? Das wissen, glaube ich, sehr wenige von euch. Das waren von den Seldschuken die Nizamiye Medreselere. Die Nizamiye Medreselere wurden von den Seldschuken gegründet als Kontrahenten zu der schiitischen Universität in Kairo, also Al-Azhar. Ja? Das ist aber, hat sich im Osten abgespielt. Was sich im Osten abgespielt hat, des islamischen Kalifats, ist heute nicht relevant für uns. Heute, also im heutigen Unterricht, wir werden uns heute mit dem Westen beschäftigen. Also ich wollte nur zum Thema Al-Azhar-Universität sagen. Aber weil halt die Schia bzw. das fatimitische Kalifat extrem an Macht gewonnen hat und die Abbasiden abgeschwächt sind, hat Abdurrahman al-Nasir das Kalifat in Cordoba ausgerufen. Wir schreiben das Jahr 929. Und wichtig ist auch, dass es die Beni Umayya gewesen war. Deswegen reden wir heute in der Geschichte von zwei emirwitischen Staaten. Der erste emirwitische Staat der Beni Umayya in Scham und der zweite ist in Andalusien, in Cordoba. Das man den ikinci emirwit devleti, sagen wir im Türkischen dazu. Was war aber passiert in dieser Zeit? Weil hier ist nämlich der Punkt. Was hat Abdurrahman al-Nasir, der Khalifatul Muslimin, gemacht? Er hat den Wissensstand in Andalusien extrem erhöht. Die Grenzen gegenüber den Feinden wurden sicherer. Die Moschee von Cordoba, die Moschee, das ist Cordoba, ist im südlichen mittleren Teil von heutigen Spanien, die wurde zum Zentrum der Wissenschaften der damaligen Welt. Ja? Es war sogar so heftig, dass die islamischen Gelehrten von der islamischen Welt in die Moschee von Cordoba nach Andalusien gerufen worden sind. Genau wie man heute zum Beispiel von Oxford oder von Harvard spricht, ja, hat man damals von Cordoba gesprochen. Ja. Nicht nur islamische Gelehrte kamen dorthin, auch nicht islamische Gelehrte kamen in die Moschee von Cordoba. Cordoba stieg dabei mit fast 500.000 Einwohnern, eine halbe Million, neben Konstantinopel, ja, Istanbul und Bagdad zu einem der bedeutendsten Kulturzentren im Mittelmeerraum auf. Das Umayyaden-Kalifat von Cordoba war das Zentrum islamischer Kultur und arabischer Sprache des muslimischen Westens gewesen. Es galt als einer der reichsten und kultiviertesten Länder seiner Zeit. Im Rahmen einer großen Bautätigkeit wurde unter anderem der Medinat al-Zahra, ja, Medinat ist die Stadt, das kennt ihr ja, Medinat al-Zahra bei Cordoba errichtet. Dieser Kalif, Abdurrahman al-Nasir, der 50 Jahre lang geherrscht hat, ließ viele Bücher, viele, vom Lateinischen, vom Griechischen ins Arabische übersetzen. Es war so heftig gewesen, dass sogar die Priester, die Mönche, die Bischöfe kamen aus dem Europa und haben die Bücher nach Cordoba gebracht, damit sie diese Bücher ins Arabische übersetzen. Arabisch, die arabische Sprache, wurde zur intellektuellsten Sprache des damaligen Europas. Man hat die Menschen als intellektuell angesehen, wenn sie Arabisch gesprochen haben. Und mit diesem Arabischreden haben natürlich
die Nicht-Muslime Eingang, Einlauf natürlich in die islamisch-arabischen Quellen bekommen, in den Koran und in die Sunna. Und sie sind natürlich somit auch zum Islam konvertiert. Ne? Also 500.000 Einwohner von Cordoba im Jahre 912, 930, 940 ist eine enorme Zahl. Das heißt, es kam mit Konstantinopel und mit Bagdad gleich. Vielleicht sogar in bestimmten Fällen mehr sogar. Mehr sogar. Natürlich in Europa, im restlichen Europa, war natürlich nicht das der Fall gewesen. Das war das Gegenteil der Fall gewesen. Neben dem Titel Khalifatul Muslimin bekam der Kalif Abdurrahman al-Nasir den Beinamen al-Nasir lidinillah, der Hilfer auf dem Wege Allahs. Der Hilfer Allahs. Als er verstarb, rahmatullahi alayh, kam Muntasir Billah an die Macht, Al-Hakam, daher der Name Muntasir Billah, Al-Hakam bin Abdurrahman al-Nasir. Und er hat von 350 bis 366 nach der Hijra, also circa 16 Jahre lang, geherrscht als Kalif und führte das System 1:1 weiter, aber er baute das noch mehr aus, und zwar gründete er eine Bibliothek in Cordoba, im damaligen Europa, was man sagt, dass dort an die 500 oder mehr als an die 500.000 Bücher gewesen waren. Nur die Bibliothek. Nur die Bibliothek von Cordoba hatte 500.000 Bücher zu jener Zeit. Und es war noch dazu, das muss man sich auch noch mal vor Augen halten, wie ist man denn mit den Christen und mit den Juden vergangen in diesem Land? Wie hat man mit denen ist das passiert? Und zwar wissen das, glaube ich, sehr wenige. Wir reden von einem Kalifat in Spanien. Sogar von so einem Kalifat, dass Nicht-Muslime sogar die Hijra nach Andalusien gemacht haben. Sie sind aus Germanien, aus den fränkischen Gebieten, aus den italienischen, römischen Gebieten abgehauen, um in dieses wertvolle, wissenschaftlich fortgeschrittenen, von dem Kulturhessen, von kulturellen am höchsten liegenden Andalusien gekommen. Bloß, wie viele Muslime haben ungefähr in diesem Kalifat gelebt? Wenig. Ungefähr? 30%. Du liegst gut, Achi. 20%. Ähnlich wie im Osmanischen Reich gewesen. Fast. Im Osmanischen Reich war es ein bisschen höher gewesen, aber in Spanien haben 20% Muslime gelebt. Im islamischen Kalifat haben 20% Muslime gelebt. Aber die haben über die anderen 80% geherrscht. Mit Gerechtigkeit. Wie unser 26. Vers der Sura As-Sad, was wir eigentlich in diesem Lichte betrachten. Ja? Und darunter, unter dieser Herrschaft, reden wir heute vom Kalifat von Andalusien. Und wir prahlen damit, mit Recht. Und sagen, was für eine schöne Herrschaft, wenn wir das in der Hand haben, wenn gerechte Muslime das in die Hand haben, wenn sie mit der gerechten Scharia herrschen, mit der richtigen Scharia herrschen, mit dem richtigen Kalifat herrschen, dann reden wir über diese 100, 102 Jahre, als ob das 1000 Jahre lang Herrschaft gewesen war. Aber es waren nur 102 Jahre unter dem Kalifat gewesen. Ja? Und so heftig, dass Juden und Christen sogar in dieses Land reingekommen sind. Und wisst ihr, was auch noch wichtig gewesen war? Und das erlaubte das islamische Kalifat. Die Juden und die Christen haben ihr eigenes Rechtssystem gehabt. Die Juden und die Christen durften nach der Tora und nach dem Evangelium richten. Sie haben ihre eigenen Gesetze gehabt. Das islamische Kalifat erlaubt ihnen das. Ja? So ein Staatssystem war dort gewesen. Es war so eine Blütezeit und der Dialog war da. Heute kommen die Kuffar, die Juden und die Christen, die nicht mal den Juden und Christen von damals ähneln, die eigentlich Verräter sind, ja, die sind ja gar keine richtige Ahle Kitab mehr heute, und sagen zu uns Muslimen heute, ihr seid nicht welttolerant, ihr müsst den Menschen offen übergegenstehen, ihr müsst einen Dialog gründen, dieser Dialog, Dialog der Kulturen, was ja die Katholiken dann in Rom reingesetzt haben, haben zum Beispiel in der Türkei diesen berühmten Putschisten, Fethullah Gülen, ja,
haben sie dann in diesen Dinerada-Dialog mit reingezogen. Es gibt keinen Dialog zwischen den Kulturen in dem Sinne. Man hat ihn aber ein Spiel gemacht und natürlich war er darauf vorbereitet gewesen. Er wollte das ja selber. Und versuchen uns damit anzulegen, ja, wir sind eine abrahamitische Religion. Juden, Christen, Muslime sind gleich. Ja, und wenn du dir das anschaust, denkst du eigentlich, es ist eigentlich gar nicht mal so ehrlich. Millet Ibrahim kommt im Koran auch vor. Aber in ihrem Millet Ibrahim kommt kein Mohammed vor, a.s. Es kommt nur Moses und Isa vor. Ja? Es ist ein Spiel gewesen. De facto ist, wenn ihr wirklich einen Dialog sehen wollt, wir haben Geschichte gelebt. Als erstes natürlich definitiv Andalusien. Später natürlich die Osmanen auch. Und dieses weltoffene, dieses wahrhaftige Kalifat im Gerechten sein, hat sich so widergespiegelt, dass auf der Universität von Cordoba und von Granada auf der Eingangstür dieser Spruch stand. So dass jeder Student, der dort studiert und Wissen lernt und lehrt, das jeden Morgen in die Augen und ins Gehirn bekommt. Dort stand geschrieben auf der Universität, auf der Wand, graviert, die Welt wird getragen von vier Säulen. Die Welt wird getragen von vier Säulen. Erstens, die Weisheit der Gelehrten. Zweitens, die Gerechtigkeit der Herrscher. Drittens, den Gebeten der Rechenschaffenden. Und viertens, dem Mut der Krieger. Die Welt wird von diesen vier Sachen getragen. Jeder Muslim, jeder Nicht-Muslim, der in diese Universität zur Bildung ging, um das Wissen in die Welt hinauszutragen, musste diese vier Säulen vor Augen haben. Ja? Und das war mit unter anderem ein Grund gewesen, dass das Kalifat von Andalusien wirklich ein wirtschaftlich weit entwickeltes, zivilisationsgesehen weit entwickeltes Kalifat, ein weltoffenes Kalifat gewesen war. Und wir reden wirklich von ca. 102 Jahren, was die goldene Ära gewesen war. Aber was ist danach passiert? Danach ging ein kleiner Knick. Und ich sage euch was ganz Ehrliches. Und das werden wir auch in der Laufe der Geschichte erkennen. Wenn das Beste schlecht wird, wird es zum Schlechtesten. Der Mensch ist Ahsanul Taqwim, das Beste aller Geschöpfe. Wenn das Beste schlecht wird, dann wird es kel en'am belhum erdal. Dann wird es schlimmer wie Tiere und noch tiefer. Wenn der Mensch gut ist, dann verneigen sich die Engel vor ihm. Wenn der Mensch schlecht wird, hat es nicht mal den Wert eines Tieres. Warum? Wenn das Beste schlecht wird, wird es zum Schlechtesten. Und genauso ist es mit dem Kalifat. Das islamische Rechtssystem, das islamische Kalifat ist das Beste aller Rechtssysteme. Wenn das einmal knickt, dann wird es sehr brutal. Nicht nur für Muslime, sondern auch für Nicht-Muslime. Ja? Der Zerfall von Andalusien ist ein Beispiel dafür. Der Zerfall des osmanischen Kalifats ist ein Teil dafür. Nachdem das osmanische Kalifat zerfallen ist, ja, wir sehen, was auf dem Balkan passiert ist, mit Bosnien-Herzegowina, in Trablusgarb, in Jemen. Ja? Nachdem das osmanische Kalifat gefallen ist, sind zwei Weltkriege entstanden. Hintereinander, 1914 bis 18, 39 bis 45. Warum? Weil die Struktur, die das gehalten hat, in sich zusammengefallen ist. Und die Feinde das ausgenutzt haben. Deswegen, und das sehen wir auch bei dem Kalifat von Cordoba. Nachdem Muntasir Billah, also der Nachfolger von Abdul Nasser, Abdurrahman al-Nasser, verstorben ist, kam 366, und jetzt bitte ganz genau zuhören, kam Hisham bin al-Hakam an die Macht. Ja? Sein Sohn. Es gab bloß bei seinem Sohn ein kleines Problem. Das hat das Sultanat manchmal auf sich. Er war 12 Jahre alt. Er kam mit 12 Jahren an die Macht. Hisham bin al-Hakam. Wir schreiben das Jahr 366 nach der Hijra, 976. Es gab keine großartigen Probleme. Was ist dann passiert? Man hat ihn zum Kalifen ausgerufen, aber
Intern gab es einen Streit. Das hat das Volk überhaupt nicht mitbekommen. Und zwar, Mohammed bin Ebu Amir nahm das Kalifat von dem kleinen Kalifen und rief das Kalifat für sich selbst aus. Und was ist mit dem Kleinen passiert? Nein, den haben sie nicht getötet, den haben sie versteckt. Merkt euch bitte diesen Namen, Hisham bin al-Hakam. Wir reden vom Jahre 976. Und mit diesem 12 Jahre kleinen Jungen, der an die Macht kommt, der dann aber versteckt wird und ein anderer kommt namens Mohammed ibn Ebu Amir, führt den Staat unter seinem Kalifat weiter. Aber offiziell ist der kleine Kalifat, der kleine Kalif. Ja? Und somit beginnt ein Knick. Dieses prächtige, dieses erfolgreiche, dieses weltoffene, dieses gerechte, dieses intellektuelle Kalifat nimmt einen Riss. Von wo? Vom Volk oder von der Regierung? Von oben. Das ist sehr wichtig. Bei den Jamaat, wenn Islami Hareket kaputt geht, geht es meistens von oben den Riss. Aber nur die Nächsten sehen das. Und dann dauert es wieder hunderte von Jahren, bis man das auf das Volk rüberschlägt. Aber beim Volk schlägt das blutig über. Oben ist das leider nur ein Machtkampf oder ein Verständigungsproblem. Ja? Der Riss beging oben. Und Ibn Ebu Amir, führte das Kalifat in seinem Dings weiter und beteiligte sich an über 50 Schlachten. Selbst. Er führt den Staat. Guck mal, ist schlecht nicht gleich schlecht. Er war schlecht. Er hat den Jungen versteckt, aber er hat eine gute Absicht gehabt. Ja, er hat gesagt, ein 12-jähriges Kind kann das doch nicht leiten. Er hat ihn versteckt. Er hat das auf sich genommen und ist in über 50 Schlachten eingezogen. Er war selbst mit dabei gewesen. Er hat sich nicht ins Schloss zurückgezogen oder so. Er hat das weitergeführt. Wir reden aber hier immer noch, pass auf, das ist sehr wichtig, wir reden immer noch von der Zeit der goldenen Ära. Bloß den Knick, erkläre ich euch, den Knick sieht aber keiner. Den Knick können wir vom Jahre 2018 erklären. Aber den Riss hat das Volk noch lange nicht erkannt. Er bekam den Beinamen El-Mansur übrigens. Warum? Er beteiligte sich an den Kriegen von Barcelona, Kastilien und Leon und griff sie an und eroberte sie auch, Barcelona. 997 wurde der christliche Wallfahrtsort Santiago de Compostela erobert. Daher bekam er, also dieser Mann, Ibn Ebu Amir, den Titel El-Mansur, also der von Allah Geholfene. Und er starb wirklich an den Verletzungen in einer seiner Schlachten. Und was mich so fasziniert hat von diesem El-Mansur, also Ibn Ebu Amir, ist, sein Testament war gewesen, dass man den Staub, den er im Gesicht bei den Kämpfen gegenüber den Christen bekommen hat, zu einer Ziegel macht und diese Ziegel bei seiner Beerdigung unter den Kopf legt. Subhanallah, er hat so viele Schlachten gehabt, mit jeder Schlacht hat er von seinem Gesicht den Staub genommen, hat ihn versteckt. Und die hat er zusammen gemacht und hat gesagt, wenn ich sterbe, macht daraus eine Ziegel und legt sie unter meinem Kopf, wenn ich beerdigt werde. Subhanallah. So ein Kommandant. Jedoch, nach dem Tod von Ibn Amir fing Andalusien an, in mehreren Stadtstaaten zu verfallen. Die Zeit fing an langsam, der Muluk Tawaif, die Tawaif-Königreiche. Als man, weil Macht oben verloren worden ist, jeder hat dann angefangen, sein eigenes Ding durchzuziehen. Und das haben die Christen natürlich für sich ausgenutzt. Das Schlimmste war gewesen, jetzt müsst ihr euch vorstellen, und das war für mich immer ein Problem gewesen, bei diesem Unterricht vorzubereiten. Wir reden von einem Kalifat in Cordoba in Andalusien. Plötzlich entstehen Tawaif-Königreiche. Plötzlich kommt was anderes. Das heißt, ich wusste plötzlich bei der Vorbereitung des Unterrichts nicht mehr, wo fängt ein Staat an und wo hört ein Staat auf? Nirgendwo fängt ein Staat an und nirgendwo hört ein Staat auf, habe ich im Endeffekt jetzt krass gesehen gemerkt, weil es läuft parallel. Das Kalifat in Cordoba herrscht noch. Plötzlich, weil der Führer schwach wird, rufen einige Leute ihre Stadtstaaten aus. Einfach so. Ja? Und es reicht nicht nur, dass sie ihre Stadt, wir reden von Muslimen. Das Schlimmste war dabei gewesen, dass sie nicht nur ihre eigenen Stadtstaaten, Tawaif, Muluk, Königreich heißt das, Melik, Muluk Tawaif,
dass sie sich bei ihren Stadtstaaten gegenüber das Zentrum des Kalifats in Cordoba mit den fränkischen Königen vereinigten. Das heißt, sie widersetzen sich gegen das Kalifat in Cordoba, suchen aber Unterstützung bei den fränkischen Königen. Und was haben die fränkischen Könige dabei gemacht? Sie haben ihnen dabei Schulden gegeben. Schulden, die sie hätten niemals zurückbezahlen können. Das machen sie heute mit unseren islamischen Ländern. Sie verschulden unsere Länder bis oben hin. Warum? Sie geben uns doch nicht Geld, weil sie uns mögen. Sie geben uns Geld, weil sie zum Schluss was von uns haben wollen? Was? Geld? Nein, die brauchen doch kein Geld von uns. Warum? Die drucken doch das Geld. Was ist denn Geld? Der Dollar hat seit 1971 keinen Wert mehr. Die Europäische Bank druckt einfach Scheine. Geld ist das hier. Das wahre Geld heute liegt bei den Rothschilds. Die haben das Gold. Was interessiert mich hier? Die wollen das Territorium haben. Dieses Projekt, dieses Verschulden des Staates und im Endeffekt der Staat bekommen, läuft heute auf eine perfektionierten Weise in unserem Land, in der Türkei ab. Wir nennen das Kreditkartenborsa. Also wir sind ja als Türken oder als Kurden ein Volk, man sagt im Türkischen, muss ich jetzt auf Türkisch sagen, varlık içerisinde yokluk arayan bir millet. Also wir haben kein Geld, lieben es aber wie Könige zu leben. Ja? Machen Urlaub, haben kein Geld. Was machen wir? Der Staat sagt, ich gebe dir Geld. Hier eine Kreditkarte. Ja? Dann sagen wir, hey, Kreditkarte. Das Volk ist ja weit vom Islam entfernt. Also Zinsen, Minsen interessiert dir nicht. Hauptsache Geld. Tamam, eine Kreditkarte. 10%, 15%, 20% Zinsen. Ja, da ist hier so eine Kreditbank in Deutschland sogar noch großzügig. Ja? Und da kommen sie mit den Schulden nicht mehr raus. Also sagt der Staat, kein Problem, ich gebe dir eine zweite Kreditkarte. Ich kenne Leute aus der Türkei, ich kenne Leute, die leben mit 12, 13 Kreditkarten. Ich glaube, Erdogan hat jetzt verboten, Allahu Alam, ich will jetzt nichts Falsches sagen, bis 7 Kreditkarten. Er hat so eine Grenze gemacht. Aber es ist so. Das ist der Fall heute in der Türkei. Du bezahlst mit einer Kreditkarte die anderen zwei und dann irgendwann, was lest ihr? Die Zeitung, türkische Nachrichten abends. Ein Mann ist durchgedreht, bringt seine Frau, seine Familie um und bringt sich zum Schluss selber um. Facia, alle Facialere entstehen dadurch. Warum? Es interessiert doch nicht die Familie. Der Staat kann irgendwann das Geld nicht mehr zurückbezahlen. Der Staat macht das nicht genauso. Das Geld geht ja, aber der Staat verschuldet sich ja auch irgendwo. Ja? Also wir haben uns gefreut, Erdogan, super, hat die Türkei von der IMF weggebracht. Jetzt kommt der neue Wirtschaftsminister, Al-Bayrak, und hat wirklich letzte Woche die Türkei, die kompletten Staatskassen an Amerika gegeben. Als Dings, als Wirtschaftsweiser gibt es an Amerika. Letzte Woche passiert. Das ist ein Fall für sich. De facto ist, das, was heute passiert, ist vor 1000 Jahren in Cordoba passiert. Also wenn wir sagen, oh, Cordoba, was haben die dort gemacht? Ach, Leute, wir sind gerade mittendrin. Und das Projekt ist das gleiche. Weil wir Geschichte nicht lesen, weil wir Geschichte nicht zu unserem Problem machen, wiederholt sich Geschichte immer wieder, was Sultan Abdul Hamid Khan gesagt hat. Wenn die Menschen nicht die Fehler begehen würden, würde sich Geschichte nicht immer wieder wiederholen. Und Wallahi, wenn ich die Geschichte so lese, so ein bisschen hier Cordoba, Mordoba, ich denke, mach die Namen weg, das gleiche von heute. Ja? Saudi-Arabien, macht Probleme mit Katar. Ja, okay, ich sage jetzt, wir sind beim Thema Andalusien, wir sollen auch nicht auf heute springen, aber was interessiert mich Andalusien, wenn ich auf heute nicht Dings mache? Es gibt so einen sprühen Spruch von den Kolonialisten, von englischen Kolonialisten, und da heißt, wenn sich zwei Araber streiten, dann sollst du wissen, dass vorher ein Engländer durchgeritten ist. Ja? Subhanallah! Donald Trump kommt zu Malik Salman, zwei Wochen später sagt Saudi-Arabien, Dings, Katar ist ein Terrorstaat. Aber auch ein Spiel. Wir haben dann Katar unterstützt. Brüder von Katar, mashallah, sehr gut. Zwei Monate später hat Katar Israel mit wie viel Millionen Dollar unterstützt? Ja, Leute, wenn man den Überblick nicht hat und nur einseitig sieht, erkennt man das Spiel nicht. Ja? De facto ist, das war wirklich damals mit dem Muluk Tawaif, mit den Tawaif-Königreichen in Andalusien der Fall gewesen. Sie haben sich gegen das Kalifat von Cordoba erhoben mit der Unterstützung der fränkischen Königin und mit den Priestern. Ja? Das ging so weiter. Später kam Ibn Abu Amir al-Mansur, der war immer noch an der Macht. Er blieb 27 Jahre an der Macht. Danach kam sein Sohn Abdul Malik an die Macht. Und was ist mit Hisham, der kleine 12-jährige Junge? Der ist immer noch versteckt. Wo? Im Schloss. Zu jener Zeit war er 37 Jahre alt. Also eigentlich ist er immer noch Kalif.
Er wird versteckt im Schloss. Danach kommt Abdul-Malik im Jahre 399. Nach ihm kam sein Bruder, genau. Er befreite Hisham aus der Haft und zwang ihn, nach ihm das Kalifat weiterzuführen. Er sagt, ich bin jetzt Kalif, wenn ich sterbe, musst du aber das Kalifat weiterführen. Als die Menschen das in Cordoba mitbekommen haben, dass Hisham noch lebt, haben sie einen Aufstand gegenüber Abdul-Malik gemacht und versammelten sich unter einem anderen emirwitischen Führer, Mohammed bin Hisham, der letztendlich dann Abdul-Malik tötete. Ja? Mit ihm endete Zeit auch der Beni Amir. Und guck mal, Leute, das ist, ich kann viel lesen, aber was hier sehr wichtig ist für uns, nachdem einmal ein Knick gekommen ist, Leute, nachdem einmal Fitna gekommen ist, dann hat man einen sehr schlechten Überblick. Ja? Ich kann das euch verlesen, was hier alles passiert ist. Was das Problem ist, subhanallah, wenn einmal was Ungerechtes da oben passiert, mit was ist das passiert? Klack, 12-jähriger Herrscher. Dann hat er das genommen, mit Recht auch. Aber er hat das nicht verkündet den Leuten. Er hat das zurückgesteckt. Obwohl er mit der Ziegel unterm Kopf Schehid geworden ist. Ja? Aber da hat sich so weit ausgebreitet, dass die Muluk al-Tawaif entstanden sind. Ja? Dass die finanziert worden sind von den fränkischen Königen. Ja? Dass Aufstände plötzlich entstanden. Und im Jahrhundertswechsel, das, was ich hier erzähle, ist ja nicht in 12 Stunden passiert. Ja, das ist ja bei Vorträgen manchmal so. Da denkt man so, wo, was ist in einer Woche passiert? Das ist nicht in einer Woche passiert. Das ist in 400 Jahren passiert. Ja? Deswegen müssen wir als Muslime den Blick über die ganze Zeit haben. Ja? Das empfehle ich euch allen. Ein Muslim ist Herrscher über der Zeit. Wenn ich als Muslim eine Sache deute, dann sage ich nicht, die Merkel ist heute nach Washington gereist. Ich gucke mir die ganze Geschichte der Bildung Amerikas bis zur Gründung Deutschlands an und deute das so. Ja? Genauso auch mit dieser Geschichte. Ich muss das im Kontext vor Augen haben. Ein Muslim denkt immer im Kontext. Ein Muslim denkt weit. Ja? Nach ihm, nachdem Abdul-Malik getötet worden ist, kam Mohammed el-Mehdi an die Macht. Und was ist mit dem kleinen Hisham passiert? Der über 40 war? Er war immer noch in Arrest gewesen. Das heißt, es läuft eine Herrschaft in Andalusien und es läuft eine Parallelherrschaft, die eigentlich offiziell ist. Er log die Menschen an, indem er sagte, dass später el-Hisham gestorben sei. Er lügt jetzt auch noch. Hisham ist gestorben. Und zwar, er tut diese Lüge so weit ausbreiten, er sagt, das ist seine Leiche. Er holt eine Leiche, die ähnlich aussieht wie Hisham und verrichtet sogar noch sein Totengebet mit dem ganzen Volk von Cordoba. Ja? Jedoch, kurz darauf, rebelliert sein Cousin Suleiman bin el-Hakem, indem er die Berber um sich versammelt, ja, die nordafrikanischen Berber, ja, und will gegen Mohammed el-Mehdi kämpfen. Wer? Suleiman el-Hakem auf einer Seite, Mohammed el-Mehdi, der gelogen hat, el-Hisham getötet zu haben, auf der anderen Seite. Was machen beide Armeen? Beide Armeen verlangen Hilfe von den christlichen fränkischen Königen. Beide. Das war bei Muawiyah nicht der Fall gewesen. Als Muawiyah in Siffin mit Ali radiallahu anh gegenüberstehen, kommt ein christlicher König und sagt zu Muawiyah, ey Muawiyah, wenn du willst, dass wir Ali besiegen, wir stellen uns an deiner Seite und wir werden Ali in Siffin niederschlagen. Und da hat sich Muawiyah umgedreht und gesagt, wenn du das noch einmal sagst, werde ich mich mit meinem Cousin verbinden, Cousin im Sprachlichen, nicht im Fachlichen, verbinden und werde euer Königreich auf Grund und Boden niederbrennen. Das ist eine Angelegenheit zwischen mir und Ali, nicht deine Angelegenheit. Jedoch dieses Verständnis haben diese Leute nicht gehabt. Und in diesem Kampf gewinnt wirklich Suleiman bin el-Hakem. Ja? 400, also ca. 1031, zieht er in Cordoba ein und befreit den Kalifen Hisham. Hisham jedoch weist das Kalifat zurück und gibt ihm, Suleiman el-Hakem, den Treueid, sagen die Geschichtsbücher. Andere Geschichtsbücher sagen, de facto ist, danach verschwindet el-Hakem. Ja? Einige behaupten sogar, dass er ihn getötet haben soll. Allahu alem. Suleiman und seine Helfer, die Berber, herrschen nur noch ab diesem Zeitpunkt an über einen kleinen östlichen
und südlichen Teil der Iberischen Halbinsel von 1016 bis 1036. Dabei erklären jedoch die anderen Stadtstaaten ihre Unabhängigkeit. Ja? Somit geht das Kalifat von Cordoba langsam dem Ende zu. Über das Kalifat von Cordoba, bevor wir in die Molucco Tawaif reinkommen, möchte ich kurz sagen, dieses Kalifat von Cordoba hat wirklich prickelnde Gelehrte herausgebracht. Ja? Das Kalifat von Andalusien. Und zwar Ibn Hazm. Ibn Hazm ist in Cordoba geboren. 994 nach Christus ist er dort geboren. Ja? Ibn Hazm, wirklich sehr wichtige Bücher hat er. Dann zum Beispiel mein Favorit, Imam Qurtubi. Ja? Warum heißt er Imam Qurtubi? Weil er aus Cordoba kommt. Ja? Imam Qurtubi ist im Jahre 1214 in Cordoba geboren und ein wirklich sehr wichtiger Gelehrter. Wenn ich das Koranprojekt vorbereite, so wie viele von euch ja kennen, ist Imam Qurtubi rahmetullahi alayh eins meiner Favoriten. Ich glaube deswegen, weil ich immer so eine Zuneigung zu diesem Kalifat, vor allem in Andalusien, schon seit je und je hatte. Das heißt, er ist selbst dort geboren. Dann gibt es einen, Bismillahirrahmanirrahim, Kadı İyad. Ja? Kadı İyad, Kadı heißt Richter, Kadı Richter, İyad. Der hat zum Beispiel ein sehr berühmtes Buch, Eschifa, geschrieben. Kann man in Deutschland bestellen. Wenn ich mich sogar nicht richtig erinnere, heißt das Cordoba Verlag. Das ist der Cordoba Verlag und der Granada Verlag ist er doch auch, glaube ich. Gibt es noch einen Granada Verlag? Nee, aber das ist der Cordoba Verlag in Deutschland, also Cordoba Verlag. Bitte, ich empfehle das jedem, die sich mit, das ist das Leben des Propheten übrigens, hier geht es um das Leben des Propheten, sollen sich damit beschäftigen. Er ist zum Beispiel, Kadı İyad ist 1083 in Ceuta, geboren, das ist auch in Andalusien. Dann Ibn Khaldun, sehr berühmt, nicht als sein Werk, mit seinem Muqaddime, mit seinem Vorwort. Ich habe nur eins mitgebracht, es gibt zwei Bänder davon. Ibn Khaldun Muqaddime, berühmter als sein Werk. Also er hat ein Werk geschrieben, ist enorm. Sein Vorwort sind zwei Bänder, das ein Band. Und weil er so heftig war, also intellektuell, hat er so in sein Vorwort reingeschrieben, dass sein Vorwort berühmt wurde, ist aber sein Werk weniger. Ja, deswegen sagt man Ibn Khaldun Muqaddime, in der Türkei auch erschienen. Ist nicht unbedingt in Andalusien geboren, aber war in Andalusien, hat er auch studiert. Ja, in diesen Universitäten von Andalusien hat er auch studiert. Und dann gibt es noch einen, den muss ich hier erwähnen, ja, und zwar ist es Ibn Arabi. Ibn Arabi, ein sehr umstrittener Gelehrter, 500 islamische Gelehrte haben den Takfir auf Ibn Arabi ausgesprochen. 500, dazu Ibn Taymiyyah. Und ich habe auch ein Buch zu Hause von Molla Ali Yulkari, der macht ein Reddir zum Thema Wahdatul Wujud. Aber, jetzt ist das Thema gekommen, jetzt sage ich auch was dazu. Ibn Arabi ist ein sehr intellektueller Mensch gewesen. Er gleicht nicht den anderen islamischen Gelehrten. Jetzt mal, Takfir ist eine andere Geschichte. Ich sage was ganz anderes dazu. Er hat so ein Werk geschrieben, in Futuhat-i Mekkiyye, ja, das ist über 30 Bänder. Das hat er in Mekka geschrieben. Er hat zu seinen Werken einen eigenen Duden. Man sagt Ibn Arabi Sözlü. Also, jetzt wichtig hier. Also ich mag zum Beispiel von meiner Geburt her umstrittene Gelehrte. Ibn Arabi ist umstritten. Ibn Taymiyyah ist umstritten. Da sage ich immer, ho, das muss ich mir durchlesen. Ja? Umstrittene Menschen haben Geschichte geschrieben. Vergiss das nicht. Bei Ibn Arabi ist aber was passiert. Ich habe so einen Gelehrten, in der sich neu... Er hat einen eigenen Duden, ein eigenes Vokabular gegründet. Und er sagt, liest meine Bücher nicht, sonst schrie er den Takfir auf mich aus. Nur bestimmte Leute sollen meine Bücher lesen. Und wie gesagt, wenn man das nicht versteht, wenn man seine Zeit nicht versteht, versteht man auch Ibn Arabi nicht. Guck mal, Ibn Arabi
ist im Jahre 1165 geboren. 1165. Das heißt, als das Kalifat in Cordoba noch oben geherrscht hat. Das heißt, die Wissenschaft war sehr hoch, die Intellektualität war sehr hoch gewesen. Der Dschihad war nicht mehr da. Also was haben sich die Leute beschäftigt? Mit Tasawuf oder mit Esoterik? Oder mit Weltansichten? Der Bruder hier hat mir mal einmal sogar was Wichtiges gesagt. Ich habe ihn mal selber gefragt, was ist Ibn Arabi? Ist das Tasawuf? Was ist das? Er hat gesagt, das ist eine Weltanschauung. Ist eine Birbakish Achisiyani. Das stimmt. Also Tasawuf ist mit drin, aber es ist nicht Tasawuf. Es ist was anderes. Also wir kennen Tasawuf-Gelehrte, also viele, Abdul Qadir Geylani, eigentlich Ahmed ibn Hanbal auch, Yunus Emre, alle. Ibn Arabi ist was ganz anderes. Ibn Arabi gibt was ganz anderes, was Spektakuläres. Und um ihn zu verstehen, müssen wir erstmal die Zeit verstehen, in der er gelebt hat. Leute, das gilt für uns alle. Wenn wir einen Gelehrten, über einen Gelehrten reden, dann müssen wir erstmal die Zeit verstehen, in wer er lebt, in wo er lebt und zu wem er redet. Das gleiche gilt für Ibn Taymiyyah, das gleiche gilt für Imam Ash'ari, das gleiche gilt für Imam Maturidi und für viele, viele andere. Ich kann nicht im Jahre 2000 sitzen und kann sagen, ich lese jetzt ein Buch, zum Beispiel, keine Ahnung, Imam Qurtubi oder Imam Fahreddin Razi. Ich muss die Zeit verstehen, in wo er gelebt hat, die Leute, die um ihn waren, damit man die Debatten versteht. Das gleiche gilt zum Beispiel wie bei Ahle Kufa und Ahle Basra. Ja? Wenn das nicht der Fall ist, verstehen wir das nicht. Und wie gesagt, beziehungsweise Ibn Arabi ist zu jener Zeit in Andalusien auf die Welt gekommen, in Murcia, und hat dann eine Reise begonnen, ja, über Nordafrika, war, glaube ich, Allahu Alam, 2 Jahre, 3 Jahre in Mekka, ist dann nach Bagdad, nach Allah, ich weiß nicht, Konya war vielleicht auch der Fall, ich weiß nicht, aber er war auf jeden Fall sehr weit unterwegs und ist im Endeffekt in Damaskus, in Scham, verstorben. Er sagt sogar voraus, dass sein Grab später durch Yavuz Sultan Selim, er sagt natürlich nicht Yavuz Sultan Selim, er sagt, ja und Sin wird mein Grab finden und viele, viele andere Sachen, aber er ist halt zu einer Blütezeit des andalusischen Kalifats auf die Welt gekommen und mit unter anderem, wie gesagt, Ibn Hazm, Ibn Haldun, Imam Qurtubi, Ibn Arabi, Iqadiyat und viele, das sind nur die islamischen. Es gibt mathematische, es gibt wirtschaftliche, es gibt viele, viele andere, die sind zu jener Zeit in Andalusien auf die Welt gekommen und haben da wirklich die Welt mit ihrem Wissen und vor allem das damalige Europa erleuchtet. Mit 1031, 1090 ist eine Parallelgesellschaft entstanden. Irgendwo noch das Cordoba-Kalifat, aber irgendwo auch die Tawaif-Königreiche. Und ich lese das jetzt extra durch, damit ihr Kopfschmerzen bekommt ein bisschen. Das dauert nur 3, 4, 5 Minuten. Wisst ihr warum? Damit ihr versteht, was Fitna bedeutet. Würden wir nur unter einem gerecht geleiteten Kalifat leben, wo Gerechtigkeit herrscht, würden wir keine Parallelgesellschaften haben. Weil aber das passiert, entstehen plötzlich irgendwelche Staaten links und rechts. Und die Kuffar nützen das aus. Zum Beispiel die Zeit der Hammuditen kam. Ja? Amurilar. Namens Ali bin Hammud el-Idrisi, Qasim bin Hammud, Yahya bin Ali bin Hammud. Diese drei Herrscher haben eine Dynastie ausgebaut. In seiner Zeit, in einer Zeit der inneren Putsche der Berbers begann, wo einer kam und ein anderer ging. Einer kam, einer ging. Einer kam, einer ging. Ihr müsst euch das vorstellen. Einer wird an die Macht gebracht, 2 Jahre später weggeputscht. Von wem? Von den Barbaren. Von den Berbers aus Nordafrika. Plötzlich kommt ein anderer, der herrscht, aber ist wieder ungerecht. Weil Schinke, das System ist kaputt. Ja? Wird wieder weggeputscht. Das passiert von 407 bis 413 dreimal. Ja? Später immer wieder. Und 422 circa, also 1090, endet dann auch im Großen und Ganzen in binnen 100 Jahren die Tawaif-Königreiche. Natürlich laufen sie aber parallel noch mit. Genauso wie sie bei Cordoba parallel mitgelaufen sind, haben sie eine Höhezeit der Tawaif-Königreiche gehabt. Nicht ein Reich, mehrere. Das war von 1031 bis 1090. Und dann verschwinden die. Aber parallel laufen sie dann weiter. Und dann kommt eine Zeit, Murabitlar, ja, El-Moraviden. Und die sind 1090 entstanden. Wo? Als die Tawaif-Königreiche noch waren. Wo waren die aber gewesen? In Nordafrika. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass
Andalusien mit Nordafrika eigentlich ein Staat sind. Sie kamen von hier, vom Süden, die Murabitler. Warum? Ja, sie sind im Jahre 1042, übrigens, das ist die Fahne von denen, ne? Das ist die La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah Fahne, Murabitler, von dem. Im Jahre 1042 riefen die Murabitun, was heißt das? Die Männer des Ribat, ja? Zum kriegerischen Dschihad gegen die Ungläubigen und Ketzer und unter ihnen eine bestimmte Gruppe aus, ja? Eine Dschihad-Bewegung. Die Murabitlar sind eine Dschihad-Bewegung. So wurde die Bewegung der El-Murawididen, Murawiden, Murabitlar gegründet, deren Anfangsziel darin bestand, das passiert, pass mal auf, wichtig, nicht in Andalusien, das passiert in Maghreb, in Marokko, in heutigen Marokko, Fas. Das passiert im Süden. Im Norden läuft was ganz anderes noch ab, da sind die Tawaif-Königreiche noch. Und die Murabitlar, die haben gesagt, das geht nicht mehr. Wir sind zu viel durcheinander, wir müssen ein bisschen Struktur wieder reinbekommen. Ja? Deren Anfangsziel darin bestand, eine politische Gemeinschaft zu gründen, in der die moralischen und gerechtlichen Grundsätze des malikitischen Imams, Islams, strikt angewendet werden. Ja? Das sind ja Malikiler gewesen. Mitte des Jahrhunderts wurden sie zum Kampfbund der El-Murawiden unter ihrem ersten Emir Yahya bin Umar zusammengeschlossen. Und dann 1086, also ca. 40 Jahre nach ihrer Gründung, kommen sie mit einem Feldzug nach Andalusien, nach Europa rein. Warum? Weil man auch Hilfe von denen verlangte. Man hat die Muslime aus Andalusien, die haben Hilfe von den Murabitlern verlangt, damit sie ein bisschen Ordnung dort machen. Und am 12. Rejab 479, also 1086, zerschlagen die El-Murawiden, also die Berber, die Spanier und erobern die Gebiete, die ganzen Gebiete der Muluk und Tawaif, indem sie ihre Herrscher nach Marib verschleppten. Sie gründeten ihren Staat mit der Hauptstadt in Cordoba in Andalusien. Wer? Nicht die Bani Umayya. Jetzt beginnt die Zeit der Murawiden. Ja? Was passiert aber? In der Folgezeit setzten die Murawiden durch die Annexion der Taifa-Königreiche ihre Herrschaft und die malikitische islamische Schule in Andalusien durch. Nur Valencia und Saragossa unter den Hutiten konnten ihre Selbstständigkeit zunächst behaupten. Die rigorose Durchsetzung der puritanischen Islams der Al-Murawiden in der städtischen andalusischen Kultur führte zu erheblichen Widerständen in Andalusien. Das heißt, was ist hiermit gemeint? Wir reden doch vorher von einer weltoffenen Andalusien. Ja? Das ist nicht mehr. Jetzt kommen sie und sagen, stopp, jetzt sind wir alle Malikiten. Und jetzt leben wir nicht mehr nach außen, jetzt leben wir introvertiert nach innen. Ihr Eifer richtete sie nicht nur gegen Andersgläubige, sondern auch gegen jene Muslime, denen sie religiöse Nachlässigkeit vorgeworfen haben. Dadurch die religiöse Nachlässigkeit hat man natürlich auch die Macht verloren. Und unter Ali bin Yusuf konnte auch Valencia und Saragossa in Andalusien sowie die Balearen unterworfen werden. Allerdings ging Saragossa bereits im Jahre 1118 an Aragon verloren, während sich im südlichen Marokko die militante, sittensgerechte Reformbewegung, die El-Muwahidun, zu verbreiten begann. Das heißt, guck mal, oben sind die Tawaif-Königreiche, die wurden aufgelöst durch die Murabitun. Die Murabitun, die kommen und zerschlagen die, wollen eine Einheit gründen, schaffen das nicht. Parallel läuft ab dem Jahre 1147 eine El-Muwahidun-Bewegung hoch. Warum? Weil das Kalifat in Cordoba nicht mehr standhaft bleiben konnte und somit endete 1147 die Murabitun-Bewegung. Was ist dann entstanden? 1147 die Muwahhidun. Ja? Kann man sagen, dass es vorher zu locker war und danach war es zu heftig und nicht mehr Mitte. Genau. Das ist ein wichtiger Punkt. Man sagt ja, man sieht ein Jahil immer in Übertreiben oder Untertreiben. Also entweder wird übertrieben oder untertrieben, Ifrat und Tefrit. Und das war hier auch definitiv der Fall gewesen. Als die Murabitun ja, in Spanien natürlich an Macht verlieren, rekrutieren sich die christlichen Könige im Norden erneut und möchten die Murabitun komplett wegschlagen und Andalusien vom Islam
befreien in dem Sinne mit ihrer Aussage. Ja? Aber die Muwahhidun im Süden reagieren früher und schneller als die christlichen Könige und rekrutieren sich von Nordafrika erneut und zerschlagen die christlichen Könige 543 nach der Hijra in Andalusien. Jedoch später, 100 Jahre später, gibt es eine Neustrukturierung der Christen und zerschlagen sie dann im Jahre 609, also wen? Die Muwahhidun. Wann ist das passiert? Am 16. Juli 1212. Ja? Bevor das Jahr natürlich 1212 anbrach, fielen fast alle islamischen Städte, darunter auch Cordoba. Ja? Und was ist dann passiert? Nachdem halt die Einheit nicht mehr gebracht worden ist, ja, weder die Morabitun haben es geschafft mit ihrer brutalen, einseitigen, weder die Muwahhidun haben es geschafft mit ihrer einseitigen Sichtweise, mit ihrer intoleranten Sichtweise. Ja. Danach haben sich die Christen verbündet, rekrutiert und haben komplett alles kurz und klein geschlagen. Die blutige Geschichte von Spanien hat begonnen. Die Katholiken haben sich vereint und sie haben, wie man so Tünow sagt, keinen Kopf mehr auf der Schulter gelassen. Ja? Blut floss in den Straßen von Cordoba, von Andalusien. Ja? Aber warum ist das entstanden? Als die Muslime in Uhud verloren haben, haben sie gefragt, warum ist das passiert? Liende ein Fusikum, wegen euch selbst. Wir haben uns das selbst zuzuschreiben. Ja? Und wie gesagt, das Nördliche wurde komplett besiegt. Wir haben alle Territoriums verloren und ein neues Emirat wurde gegründet, weil sich alles zurückgezogen hat, und zwar im südlichen Teil hier von Spanien. Das heißt, das Emirat von Granada wurde gegründet. Das hat geherrscht vom Jahre 1232 bis 1492. Das heißt, das ist die sechste und letzte Epoche. Und wisst ihr, was ich sehr interessant finde? Obwohl das hier sehr, sehr klein ist, hat es 300 Jahre lang überlebt. 300 Jahre, das Emirat von Granada. Liest wirklich darüber durch. Also ich würde euch allen empfehlen, die sich ein bisschen besser mit dieser Geschichte auseinandersetzen wollen, nicht nur von einem einstündigen Vortrag, liest euch vor allem das Buch Islam in Andalusien durch. Das ist wirklich auch hier übersetzt, also beziehungsweise geschrieben worden, kann man in Deutschland erhalten. Kauft euch das und lest euch wirklich diese Geschichte, auch diese traurige Geschichte zum Schluss dann durch. Was dann halt mit den Muslimen, aber auch mit den Nicht-Muslimen passiert ist. Ja? Und Granada ist halt das letzte Emirat dort gewesen und herrschten dann wirklich 300 Jahre lang weiter. Dieses Königreich von Granada ist aber kein Kalifat mehr. Ja? Dies wurde später für architektonisch-ästhetische Meisterleistungen wie die Alhambra bekannt. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Trotzdem wurde noch dort aufgebaut. Und das ist auch, was ich hier zwischen den Zeilen euch vermitteln möchte. Vor allem nicht euch, die hier sind, euch Nicht-Muslime, die übers Internet zuhören. Die islamische Kultur, das islamische Kalifat ist nichts Zerstörendes. Das islamische Rechtssystem ist was, was aufbaut. Ja? Deswegen zeige ich immer zwei Staaten vor allem, das Cordoba und die Osmanen, weil wir aufbauen. Wir bauen nicht nur Bauten auf, Gebäude auf, wir bauen auch Zivilisationen auf. Heute möchte man den Islam so zeigen im Fernsehen, ja, weil es einige Leute, die den Islam missverstanden haben, ja, die Gruppen kennt ihr, alles zerstören. Ja. Die haben Palmyra zerstört, die haben geschichtliche Sachen zerstört, die haben jenes und das zerstört. Ja. Subhanallah, dort haben die Salaf geherrscht. Abu Bakr war, Umar war dort Khalifa gewesen. Hat nicht zerstört. Osman war Khalifa gewesen, hat nicht zerstört. Ali war Khalifa gewesen. Die Umayyaden waren Kalifen. Die Abbasiden waren Kalifen. Osmanen waren Kalifen. Alle haben es nicht verstanden, aber eine X-Gruppe versteht das und zerstört das. Im Namen des Tauhids. Ja? Entweder sie haben das besser als die Salaf verstanden oder die Salaf waren besser wie sie. Ja? Und weil diese Menschen auch die Salaf verstanden haben, das heißt, die, vor allem die Leute in Cordoba, die Muslime dort, ja? Haben sie aufgebaut. Und wir Muslime müssen dieses Verständnis haben. Ein Kalifat ist nicht zerstörend. Ein Kalifat ist aufbauend, beschützend gegenüber anderen Religionen und verantwortlich gegenüber anderen Religionen. Vor allem gegenüber sich selbst. Ja? Und das muss hier in diesen Kursen vor allem in Einklang beziehungsweise auch
zur Geltung gebracht werden. Am 2. Januar 1492 wurde Boabdil, der Führer der letzten muslimischen Hochburg, von den Truppen des Vereinigten Christlichen Spaniens besiegt. Die verbleibenden Muslime und alle spanischen Juden mussten nach Erlass des Alhambra-Edikts Spanien verlassen oder zum Christentum konvertieren. Danach, ab dem 2. Januar 1492, endete das Kapitel der islamischen Herrschaft vorerst in Andalusien. Vorerst in Andalusien. Jetzt hört zu. Nachkommen der konvertierten Muslime wurden Moriscos genannt. Sie bildeten zum Beispiel in Aragon, Valencia oder Andalusien einen wichtigen Anteil der bäuerlichen Bevölkerung. Bis sie der Herzog von Lerma in den Jahren 1609 bis 1615 endgültig vertrieb oder exekutierte. Die meisten wanderten nach Nordafrika aus, einige ließen sich auch im Osmanischen Reich nieder. Das Osmanische Reich nahm zu dieser Zeit die Juden auf. Seit wann leben die Juden in Spanien? Seit 70 nach Christus. Toledo, ja, Exil. Unter welcher Herrschaft haben sie gerecht geherrscht, gelebt? Unter dem islamischen Kalifat. Danach kamen die katholischen Spanier und sie haben den Juden und den Muslimen das Leben zur Hölle gemacht. Das Leben zur Hölle gemacht. Sie haben die Menschen auf den Scheiterhaufen verbrannt. Viele sind zur Schein konvertiert zum Christentum. Viele auch echt. Priester haben zum Beispiel ein Gericht gemacht, genau wie Istiklal macht Gemälde, und haben gesagt, ich glaube nicht, dass du richtig Christ geworden bist. Und haben die Leute auf den Scheiterhaufen verbrannt. Zu Tausenden. Das ist das christliche Spanien des 16. und des 15. Jahrhunderts gewesen. Und dadurch ist eine Völkerwanderung entstanden, eine Flüchtlingswelle entstanden, ja, die ein wanderndes Volk gewesen war. Dadurch entstanden vor allem hier in Europa Zigeuner, Musikanten, Akrobaten, Moriskantänzer und viele andere, die durch Europa gezogen sind. Die kamen von wo? Von Andalusien. Haben aber die Kultur von Andalusien, die eine Extrakultur ist. Ja? Ihr müsst ja, die europäisch, islamisch, nordafrikanisch, weltoffene Kultur hat eine eigene Kultur gebildet. Das macht ja diese Gesellschaft von Andalusien, des Kalifats, so reich. Ja? Unsere Vielfalt macht uns reich, nicht unsere Einfaltigkeit. Einfaltigkeit nur in einer Sache, das ist Tauhid. Aber in der Kultur müssen wir vielfältig sein. Das ist das islamische Kalifat. Ja? Und man wollte wirklich auch die kompletten Juden dort, man hat sie auf einen Punkt versammelt und man hat darüber diskutiert, was machen wir jetzt mit den kompletten Juden? Ja, die Muslime haben wir komplett vertrieben, die sind nach Andalusien zurück, es gibt ja kein islamisches Kalifat mehr. Gut, Granada ist auch weg, was machen wir mit den Juden? Da gab es Diskussionen. Entweder wir stecken sie alle an, komplett machen eine Massenvernichtung, was erst ihr Nachfolger Adolf Hitler dann 39 machen wird, oder wir machen das und das. Und dann kam im 16., 17. Jahrhundert das Osmanische Reich, ja, was genauso gerecht gewesen war wie das Kalifat von Cordoba, und hat die Juden bei sich aufgenommen, weil die Juden Ehle Kitab sind. Und wisst ihr, wo das Osmanische Reich die Juden alle einen Wohnraum gegeben hat? In Thessaloniki, auf dem Balkan, also nicht nur Thessaloniki, im Balkan, in Albanien, in, also bis Sarajevo, also von Selanik, von Thessaloniki bis Bosnien da oben. Diese Gegend also, ja, dieses Balkan-Gegend, haben die Osmanen den Juden dort als Territorium gegeben. Und sie haben alle Rechte bekommen. Genau wie im Kalifat von Cordoba sie ihre Rechte bekommen haben, haben sie es dort auch bekommen. Und was haben sie gemacht binnen 200 Jahren? Sie haben das Osmanische Reich unterwandert. Und Emmanuel Carasso, der später Abdul Hamid Han am 27. April 1909 abdanken wird, ist eins der Enkelkinder von den vertriebenen Juden aus Spanien, die das Osmanische Reich aufgenommen hat. Bloß er wird jetzt Vaterland, mal wirklich Vaterland, das Land, das Vater Babalık zu ihm gezeigt hat, wird er von hinten angreifen. Nicht nur er. Emmanuel Carasso ist nur eine Schlüsselfigur, also eine Symbolfigur, mit unter anderem natürlich viele, viele anderen. Ihr müsst euch das so vorstellen, in einem islamischen Kalifat gibt es die Bedingung des Dschihads, Wehrpflicht. Aber für einen Muslim gibt es die Wehrpflicht.
Ein Christ und ein Jude braucht nicht zum Bund zu gehen, zum Armee zu gehen. Was entsteht dadurch? Wenn ein Muslim in den Dschihad geht, dauert das meistens 2-3 Jahre. In diesen 2-3 Jahren sind die aber dort und machen natürlich die Wirtschaft. Entweder sie sind treu, unterstützen das, oder sie sind hinterhältig. Aber leider haben sie sich in der Geschichte, natürlich Ausnahme besteht im Regelfall, haben sich als hinterhältig erwiesen und haben die Sachen, dass die Muslime sie zu Schutz genommen haben, ausgenutzt und haben sie dann vom Balkan aus zerstört. Osman, ne? Devleti, ne? Mustafa Kemal kommt auch übrigens aus Thessaloniki. Später wurde dann Portugal und ganz später Spanien gegründet. Spanien wurde später danach zu eins der brutalsten Kolonialherrschaften weltweit. Schaut euch an, was die Spanier nicht nur in Andalusien mit uns Muslimen gemacht haben, auch mit den Juden gemacht haben. Schaut euch mal an, was sie in Südamerika gemacht haben. Und übrigens, Kolumbus, Portugal ist da losgezogen, was sie dann mit den Indianern gemacht haben. Jedoch, zum Schluss werde ich kommen, die Inschriften auf den Moscheen in Cordoba, in El Hamra, auf den Universitäten, auf den Palästen, sie existieren bis heute noch. Geht hin, schaut euch an. Und dieses islamische Kalifat, was später letztendlich 1492 zusammengebrochen ist, hat bis heute eine klare Message an die Leute in Andalusien, an die Muslime weltweit und an die ganzen Menschen weltweit. Und diese Message steht auf der Inschrift dieser Paläste und dieser Gebäude und dieser Universitäten bis zum heutigen Tag geschrieben. Und das ist nichts anderes außer die Message: Ihr könnt machen mit uns, was ihr wollt. La ghaliba illallah. Es gibt keinen Sieger außer Allah.